Hallo liebe SC Paderborn-Fans, es ist wieder soweit, die Analyse steht an nach dem Heimspiel. Ist das ja jetzt unser festes Format und natürlich haben wir heute ja, den Matchwinner, möchte ich sagen, aus dem gestrigen Pokalspiel gegen Ingolstadt zu Gast, Uwe Hünemeyer. Uwe, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen in der Analyse. Ja, wo wir gerade dabei sind beim Sieg, 2-1 gegen Ingolstadt gewonnen. Worüber hat deine Freude, worüber war die am größten? Über dein Comeback in der Startelf, über die beiden Tore oder den Sieg? Also hast du ja schon eine Auswahlmöglichkeit gehabt, dich zu freuen. Ja, ich habe mich schon besonders auf das Spiel gefreut, mit dem Wissen dann, dass man wieder in der Startelf steht und dann zu Hause spielt. Ich habe mich schon echt darauf gefreut und es ist immer wieder ein tolles Gefühl, in die Wendler Arena einzulaufen. Ja, hat mich natürlich unheimlich gefreut. Man geht eigentlich nie mit der Erwartung rein, dass man vielleicht mal ein Tor schießt. Als Abwehrspieler schießt man nicht die meisten Tore. Ja, dass ich dann mit den Toren der Mannschaft helfen konnte, ist natürlich umso besser. Ja, und dass wir dann am Ende das Ding dann ziehen konnten, das ist natürlich am wichtigsten, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind. Aber das war natürlich ein rundum gelungener Abend für uns als Team, für mich persönlich sicherlich auch. Und ja, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Dann haben wir unsere Taktiktafel wieder da, liebe Fans. Und zwar beim 1-0, beim ersten Tor von dir. Erstmal wusste ich gar nicht, dass du den Ball noch so athletisch nach so einer Vorlage Volley verwandeln kannst. Freundchen, immer mit der Ruhe. Also, vielleicht kannst du einmal zeigen, hast du im Gedächtnis noch, wie es entstanden ist? Das einmal rekapitulieren quasi. Ja, also ich glaube, es war zunächst erstmal eine Ecke. Ich glaube, Mo ist hier in der Absicherung. Wo bin ich denn hier? Vorne in der Box. Taka wird wahrscheinlich auch vorne in der Box gewesen sein. Die Stürmer, Benno. Dann haben wir noch Svenna. Jetzt haben wir gleich alle vorne. Ich glaube, irgendwann hat Philipp hatte die erste Ecke geschlagen, ist dann geklärt worden. Mo ist auf dem zweiten Ball und spielt dann, glaube ich, einen Diagonalball auf Jimmy in den freien Raum. Jimmy nimmt einen zweiten Kontakt mit. Ich setze mich auf den zweiten Pfosten ab, hebe auch, glaube ich, noch die Hand. Ich weiß nicht, inwieweit er mich gesehen hat. Nimmt dann seinen linken Fuß. Platziert aus, die Frage. Ja, und ich glaube, er nimmt ihn sogar auch, ich weiß gar nicht, ob er ihn sogar Dropkick nimmt. Er hüpft, glaube ich, noch ein bisschen, spielt ihn dann super auf dem zweiten Pfosten. Ich war relativ frei. Hab dann letztendlich versucht, war sicherlich kein einfacher Ball, hab versucht, den gar nicht mit Vollspann zu nehmen, sondern mit der Innenseite. Versucht ihn aufs Tor zu bringen, dann wird er, glaube ich, noch vom Verteidiger ein bisschen abgefälscht. Ich glaube, dann war es für den Torwart besonders schwierig, weil in der Situation ist es schwierig für den Torwart, egal wie der Ball kommt aufs Tor, ihn abzuwehren. Und ich habe versucht, einfach den Ball aufs Tor zu bekommen, dass er dann abgefälscht wurde, war für mich sicherlich glücklich. Ich weiß nicht, wo der Ball sonst genau hingegangen wäre. Wäre sicherlich auch nicht so einfach gewesen, ihn zu halten. Und ja, danach war dann einfach Freude pur. Beliebte Frage, gibt es einen Wunschgegner? Ist dir egal, ne? Wer kommt denn? Schön wäre es natürlich ein Heimspiel. Ich glaube, im Moment möchte nicht so wirklich, möchten so viele Mannschaften gerne nach Paderborn kommen, weil ich glaube schon, dass wir uns auch ein Stück weit Respekt erarbeitet haben, jetzt auch in der Kürze der Zeit und auch mit der letzten Saison. Heimspiel wäre natürlich schön. Muss jetzt nicht gleich gegen die größten Mannschaften sein, weil man natürlich auch das Ziel hat, weiterzukommen. Mhm. Aber ich glaube, zu Hause muss uns dann auch erstmal jemand schlagen. Wie hat das meiner Ansicht nach schon früher entscheiden können? Könntet eventuell zur Halbzeit schon 3 ja, oder 4-0, wenn man jetzt wirklich jede Chance verwandelt, machen. Aber in der zweiten Halbzeit hattet ihr auch noch einige Dinge auf dem Fuß. Hadert ihr damit während dem Spiel schon oder geht das dann erst nach dem Spiel los, dass man sich in der Analyse denkt, ja, also in dieser Analyse hier, denkt, ja, verdammt, das hätten wir echt vorher schon zumachen können. Umsonst noch mal eng geworden. Ja, man hat da schon auch während des Spiels schon mal auch so Momente, wo man dann, wenn man eine Spielpause ist, dass man schon auch darüber nachdenkt, ja, hoffentlich wird uns das nicht irgendwann teuer zu stehen kommen, dass wir vielleicht so ein bisschen fahrlässig mit unseren Chancen umgehen. Aber letztendlich ist natürlich der hohe Aufwand, den wir betreiben, auch immer das Ziel, dass wir dann auch Chancen kreieren und dass wir vielleicht dann am Ende vielleicht nicht die nötige Ruhe immer haben vorm Tor. Das ist dann im Moment noch so ein Stück weit Lernprozess, aber wir erarbeiten uns einfach unglaublich viele Chancen. Ich glaube, das wünschen sich viele Mannschaften, das haben wir im Moment schon, dass wir auch im Spiel 6-7 hochkarätige Chancen haben. Gestern haben wir leider nur 2 davon genutzt, aber am Ende hat es davon gereicht. Und ja, wir müssen einfach dranbleiben und die Jungs auch gerade vorne sich jetzt in den nächsten Spielen belohnen und dann werden die Erfolgserlebnisse sich auch einstellen. Ganz kurz, da die Zeit schon wieder fortschreitet, mir fällt auf, ist das eure Stärke, den Gegner so zu überrumpeln, indem ihr individuell euch immer anpassen könnt? Ich glaube, die Stärke ist einfach, dass wir unser Spiel durchziehen wollen, egal wer auf der anderen Seite steht. Aber das wollen ja viele, oder? Immer natürlich mit gewissen Feinjustierungen, dass man natürlich sich ein Stück weit auf den Gegner einstellt. Vielleicht, was hat der für Aufbauschema oder wo ist vielleicht eine Schwäche?
Da versuchen wir natürlich schon drauf einzugehen, aber ich glaube letztendlich das größte Plus, was wir haben, einfach, dass wir an unsere eigene Stärke glauben und unser Spiel durchziehen wollen, egal wer auf der anderen Seite steht, und so in jedes Spiel reingehen. Und dann ist es erstmal egal, wer auf der anderen Seite steht. Und das macht uns im Moment so stark. Auf der anderen Seite steht jetzt Fürth. Gesehen noch das Spiel gestern Abend zum Entspannen gegen den BVB? Ja, am Ende war es dann auch nicht mehr so entspannend. Klar, hege ich natürlich auch noch mal ein bisschen Sympathien für den BVB. War dann schon sehr, sehr spannend am Ende. Aber die Fürther vor allem hat es Kraft gekostet, oder? Ja, sowohl mental auch als für die Physis einfach. Ist natürlich ärgerlich, wenn du so viel Aufwand betreibst, am Ende eine Niederlage vom Platz gehst. Haben wir aufopferungsvoll gekämpft. Ein tolles Pokalspiel, das, was den Pokal ausmacht. Sicherlich werden jetzt ein, zwei Tage brauchen, um das abzuschütteln, aber unser Spiel war jetzt auch kein einfaches. Von daher, das wird am Samstag ein komplett anderes Spiel wieder. Darauf werden wir uns vorbereiten, und da wird das Pokalspiel, denke ich, auch nicht mehr die größte Rolle spielen. Gut, dann sind wir gespannt darauf, wie das am Samstag ausgeht in Fürth. Drücken die Daumen natürlich. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für die Analyse. Und danke euch fürs Zuschauen. Bis nach dem nächsten Heimspiel. Auf Wiedersehen.